Guten Morgen erstmal. Vorgestellt bin ich ja, das heißt, ich kann gleich loslegen. Vielleicht nur ganz kurz. Doch nicht ganz kurz. Ich bin irgendwie zu blöd. So, Dille. Vielleicht kurz zu unserem Unternehmen, die Vertigis. Wer es noch nicht kennt oder wer es noch nie was von uns gehört hat, wir sind ein relativ großes Unternehmen im Bereich Geoinformation. Mit über 600 Mitarbeitern betreuen wir knapp über 5000 Kunden, Millionen von Endanwendern und vermutlich, egal auf welchem Kontinent Sie sich befinden, irgendein Büro von uns werden Sie sicherlich in der Nähe finden. Ich habe jetzt auch nicht vor, in meinem Vortrag zu erklären, was ist denn ein digitaler Zwilling oder was ist ein Urban Twin. Ich möchte einfach nur noch mal kurz verdeutlichen, wer sich eigentlich im Regelfall mit so einem digitalen Zwilling beschäftigt. Es ist ja nicht nur das interne Fachpersonal, das versucht, diese Geodaten mit Mehrwertnutzen weiterzuverwenden, sondern ich habe beispielsweise auch Entscheider, die relativ schnell und effizient Informationen benötigen, um, wie der Name schon sagt, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich habe auch gelegentliche User, die auf das GIS-System oder auf die Geodaten zugreifen. Die machen das vielleicht nur einmal im Jahr, einmal im Quartal. Und darüber hinaus muss ich natürlich auch die Öffentlichkeit adressieren, den Bürger, der vielleicht einmal in der Woche, einmal im Monat irgendeine ganz spezielle Information herausziehen möchte. Das heißt, die Frage, die sich uns stellt oder die Herausforderung, die wir sehen, wie kriegen wir jetzt diese Geodaten, diese mannigfaltigen Geodaten, die wir haben, zum einen für mein internes Personal bereitgestellt, dass die ihre Aufgaben lösen können, aber wie kann ich auch die anderen adressieren, wie eben zum Beispiel die Öffentlichkeit, die Bürger, damit auch die einen Mehrwert von diesen Urban Twin, von diesen digitalen Zwillingsdaten ziehen können. Weil wenn man es mal am Ende des Tages zusammenfasst, ich nehme an, das wird den meisten hier genauso gehen, wenn ich irgendwas mit Geodaten machen möchte, dann nutze ich Google Maps. Da finde ich relativ viel, aber vielleicht nicht immer alles, weil Google Maps auch nicht alle Informationen hat, die vielleicht eine öffentliche Behörde oder eine Kommune erheben oder bereitstellen kann. Ich muss auch dafür sorgen, dass sowohl die internen als auch die externen Personen relativ einfach und schnell an die Informationen kommen und vielleicht auch die Informationen da bereitstellen, wo sie benötigt werden, vielleicht draußen im Feld, weil was bringt mir der tollste digitale Zwilling, wenn ich immer noch eine PDF-Datei ausdrucke und gehe raus und stehe dann draußen vor Ort und vergleiche mit meinem großen Plan, wo bin ich denn und was finde ich denn hier. Und genauso ist eine Herausforderung, die ich sehe, dass unglaublich viele Informationen in so einer Geodateninfrastruktur beziehungsweise in so einem urbanen Zwilling drin sind und ich muss auch irgendwie Sorge tragen, dass meine Anwender aus dieser unglaublich großen Detailtiefe die Informationen rausziehen können, die sie brauchen und das auch relativ einfach. Lösungsansätze können aus unserer beziehungsweise meiner Sicht sein, dass ich zum Beispiel smarte Anwendungen bereitstelle, intelligente Anwendungen, Anwendungen, die vielleicht nicht das klassische GIS im Vordergrund haben, also viele Werkzeuge, viele Layer, viele Themen, sondern die meine Anwender durch ihre Anforderungen durchführen. Ich muss vielleicht auch dafür sorgen, dass Anwendungen sowohl verfügbar sind, wenn ich eine Internetverbindung habe, aber auch dann, wenn ich keine Internetverbindung habe. Weil was bringt mir die tollste Applikation auf dem Handy? Ich gehe einmal kurz in die Tiefgarage, no signal und dann war es das mit meinem digitalen Zwillingsdaten. Eine weitere Herausforderung oder eine Lösung, die ich sehe, ist, ich muss dafür sorgen, dass ich die Daten bereitstelle, die auch benötigt werden. Ich bringe immer so ein schönes Beispiel, weil viele Kunden, die wir betreuen, die fahren Projekte oder Applikationen, da sind 1200 Themen drin, weil es aus unerklärlichen Gründen notwendig ist, dass ich vielleicht die Rotwildpopulation mit meinen Offshore-Windkraftanlagen irgendwie in Korrelation bringen muss. Braucht kein Mensch, überfordert auch die meisten Benutzer. Deshalb muss ich einfach dafür sorgen, dass die Daten, die benötigt werden, auch bereitstehen. Ich möchte ganz kurz zwei Beispiele zeigen, wie solche Lösungsansätze aussehen können. Der erste Lösungsansatz ist eben das Stichwort mobil, dass ich meine Daten auch mobil bereitstellen kann. Mobile Anwendungen sollten dafür sorgen, dass ich eben meine Daten mit rausnehmen kann, dort Zugriff darauf habe, wo ich sie benötige. Sie sollten sicherstellen, dass ich Daten im Zweifelsfall auch offline nutzen kann. Schön wäre es vielleicht auch, wenn ich native Apps anbiete. Ich habe ja keine Ahnung, was meine Anwender daraus nutzen. Sei das jetzt ein Android-Gerät, ein Apple-Gerät oder gehe ich mit einem Windows-Tablet raus. Ich muss einfach oder ich sollte dafür Sorge tragen, dass ich all diese Anforderungen auch bedienen kann. Wenn ich das Ganze dann noch passgenau bereitstellen kann für jeden Anwendungsfall die entsprechende App, dann denke ich, es steigert die Produktivität und sorgt auch dafür, dass meine Anwender draußen ihre Arbeit schnell
effizient und vielleicht auch mit einem Lächeln im Gesicht erledigen können. Ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte, sehen wir nicht. Es sollte das Video starten. Ich krieg's. Dankeschön. Was wir jetzt hier sehen, ist eine native Applikation auf einem iOS-Gerät, wo der GPS-Tracker genutzt wird, um beispielsweise direkt die Bewegungsdaten des Mitarbeiters zu erfassen. Der Hintergrund ist ganz einfach der, hier wird eine Leitung kontrolliert und wenn ich direkt sehen kann, wo der Mitarbeiter entlang gelaufen ist, habe ich auch gleichzeitig einen Nachweis, welche Leitung wie kontrolliert wurde, weil ich weiß ja, wo der Mitarbeiter entlang gelaufen ist. Darüber hinaus könnte jetzt der Mitarbeiter, wenn er entdeckt, oh, da stimmt irgendwas nicht an dieser Leitung, da ist vielleicht ein Rohrbruch oder so, idealerweise direkt aus der App heraus diesen Schaden dokumentieren, aufnehmen, beispielsweise noch ein Bild hinzufügen. Und das Tolle ist dabei, die Daten werden natürlich direkt an den Zentraldatenbestand synchronisiert. Das heißt, ich sorge für eine sehr hohe Datenaktualität, sehr hohe Datenverfügbarkeitsrate. Aber natürlich sollte auch sichergestellt sein, dass wenn ich jetzt eben keine Netzabdeckung habe, ich mit der gleichen Applikation, also innerhalb von dieser App, auf Knopfdruck das Ganze in einen Offline-Modus versetzen kann. Ich kann weiterhin Daten erfassen. Bin ich wieder in einem Bereich mit Netzabdeckung, dann drücke ich wieder auf einen kleinen Knopf und die Daten werden ebenfalls wieder synchronisiert und in den zentralen Datenbestand zurückgespielt. Also ein Beispiel, wo ich denke mal sagen kann, das sorgt dafür, Datenzugänglichkeit, dass sie eben auch dort genutzbar gemacht werden können, wo ich sie benötige, wo ich sie brauche. Ein weiteres Beispiel, das ich gerne zeigen möchte, ich habe es mal betitelt mit smarte Anwendung mit Workflows. Ich bringe da immer so ein schönes Beispiel, dass ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie haben Anwender, die machen 8 Stunden am Tag, jede Stunde 20 Mal die gleiche Arbeitsschritte. Die suchen vielleicht eine Adresse oder ein Flurstück, springen in der Karte an eine Position, fügen einen Text ein, erzeugen eine PDF-Datei und versenden das Ganze per E-Mail. Das sind klassische Funktionen, die Sie mit jedem Geoinformationssystem erledigen können. Da gibt es lauter lustige Werkzeuge und Buttons, die Sie andrücken können. Und die Arbeitsschritte werden ausgeführt. Aber wäre es nicht irgendwie cooler, wenn Sie Ihren Anwendern ein Werkzeug zur Verfügung stellen, wo Sie vielleicht nur draufklicken, geben die Adresse oder die Flurstücksnummer ein und eine E-Mail-Adresse und drücken dann auf Go. Und alles andere erfolgt automatisch und geführt. Das heißt, die Idee von so einer smarten Anwendung ist ganz einfach die, nicht das Werkzeug sollte im Vordergrund stehen, sondern der Lösungsweg, das Ergebnis im Vordergrund stehen, dass ich meine Anwender geführt dorthin bringe, damit sie die Arbeit erledigen können, die sie erledigen müssen. Des Weiteren ist natürlich der Vorteil von so einer Automatisierung von Prozessen, ich sorge dafür, dass eine gewisse Datenqualität vom Vorfeld schon erreicht wird, da ich Eingabefehler vermeiden kann oder dafür sorgen kann, dass eben weniger Fehler bei der Datenerhebung oder bei der Datenmanipulation gemacht werden. Ein Beispiel, das ich hierzu zeigen möchte, ist auf der nächsten Folie. Sudele. Und das läuft auch gleich. Das ist hat ein Kunde von uns gemacht und das finde ich eine wirklich geniale Lösung. Hier war das Ziel, in meinem öffentlichen Bürger-GIS Informationen so zu bereitzustellen, dass auch jemand, der wenig mit einem Geoinformationssystem zu tun hat, schnell und einfach zum Ziel kommt. Die Heranforderung war, oder stellen Sie sich mal vor, Sie ziehen in eine neue Stadt, haben ein Grundstück gekauft und möchten jetzt wissen, wo ist denn zum Beispiel die nächste Schule, der nächste Schulbezirk, wo mein Kind künftig zur Schule geht, wo ist der nächste Recyclinghof, Polizei, Feuerwehr und so weiter und so fort. Auch wieder alles Funktionen, die ich relativ einfach in einem Geoinformationssystem machen kann. Hier war die Anforderung. Hier war die Herangehensweise ganz einfach die. Wir haben gesagt, nee, das machen wir ein bisschen anders. Wir geben dem Anwender einfach die Möglichkeit, direkt auf der Startseite einen Button zu drücken, wo ich sage, hier findest du generelle Informationen. Der Anwender wird dann durch dieses Werkzeug geführt. Er hat jetzt einfach die Möglichkeit, eine Adresse einzugeben oder einen Punkt in die Karte zu setzen. Er gibt eine Adresse ein. Wir springen in der Karte dann auch zu dem entsprechenden Ort. Das heißt, der Ort wird angezeigt. Er kann noch mal kurz gegenprüfen. Ist das die richtige Adresse? Ja, das ist die richtige Adresse. Und kann dann in einem nächsten Schritt einfach auswählen, welche Informationen er angezeigt haben möchte. Weil dem Anwender ist es in dem Fall ja vollkommen egal,
auf welche Layer ich suchen muss, ob ich da eine Umkreissuche machen muss, ob da vielleicht Verschneidungen im Hintergrund durchgeführt werden müssen. Ein Gefäßchirurg hat vermutlich noch nicht mal eine Ahnung, was ein Layer oder eine Verschneidung ist. Also von daher führen wir ihn. Und was man jetzt dann eben hier im Hintergrund sieht, das Objekt wurde gefunden und jetzt wählt der Anwender einfach nur noch aus, welche Informationen möchtest du denn sehen? Vielleicht kann was ganz Einfaches sein, was ist der Stadtbezirk, in dem dieses Grundstück liegt, oder aber volle Informationstiefe, dass ich mir jetzt alle Informationen rausziehe und der Anwender würde jetzt alle Informationen zu diesem Grundstück, zu diesem Flurstück direkt in der Weboberfläche angezeigt bekommen, kann das Ganze dann beispielsweise noch, denken wir mal aus Maklersicht, Stadtmarketing, einen Bericht erzeugen, den er einfach ausdrucken kann und einem Interessent von dem Flurstück in die Hand drücken kann und sagen, guck mal, wenn du dir dieses Grundstück kaufst, das sind die Vorgaben, das sind die Informationen, hier hast du alles auf einer Hand. Die Idee hinter diesem Tool ist ganz einfach das, nicht die Werkzeuge stehen im Vordergrund oder die Anwendung, sondern die Lösung steht im Vordergrund. Ich führe den Anwender intelligent zu seinem Ziel, zu seinem Ergebnis. Und das ist etwas, wo ich mal sagen würde, das würde ich als smarte Anwendung definieren. Um das Ganze vielleicht mal zusammenzufassen, was ich mir vorstellen kann, wie eben der Brückenschlag im Bereich eines digitalen Zwillings zwischen internen Fachpersonal und der Öffentlichkeit aussehen kann, dass ich eben sage, lasst uns wenige, aber smarte Anwendungen produzieren und nicht alles mit, was weiß ich, 2000 verschiedenen Apps erschlagen. Wir sollten Funktionen bereitstellen oder Lösungen bereitstellen, die einen wirklich greifbaren Mehrwert bieten und nicht einfach sagen, ach, hier hast du eine Suche, hier hast du eine Umkreissuche, da wird schon alles finden, was er braucht. Weil die Herausforderung ist ja eben, wie ich finde, wir haben im Bereich Urban Twin Daten so viele wertvolle Informationen und kriegen sie teilweise einfach nicht auf die Straße, weil die Mehrheit sagt, das mache ich bei Google Maps, das ist einfach viel cooler und es ist irgendwie so schade, weil wir so viele Detailinformationen haben. Also müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir die so unter die breite Masse kriegen, dass die Anwender auch wirklich einen Mehrwert erkennen und sagen, hey, wow, bevor ich das bei Google mache, da gehe ich lieber zur Stadtkarte XY, weil da kriege ich die Informationen relativ schnell, relativ zügig und zwar genauso, wie ich sie brauchen kann. Natürlich sollte auch sichergestellt sein, dass ich die Daten zugänglich machen kann, eben nicht nur einen einfachen Zugang, sondern dafür auch sorgen, dass die Daten dort zur Verfügung stehen, wo sie benötigt werden. Stichwort draußen und egal, ob ich ein Netz habe oder ob ich kein Netz habe. Und wenn ich dann dafür sorge, dass ich eben diese passgenauen Geodaten aufbereiten und zur Verfügung stellen kann, dann glaube ich, wir haben tatsächlich eine effiziente Bereitstellung von Urban Twin Daten.